Komm später wieder. Ich habe immer Arbeit für dich. Das ist toll. Dafür kriegen wir jetzt 25 Bitteke. Die sammeln wir natürlich jetzt ein. Achtung, was du in dieser Spielversion siehst, stellt noch nicht die endgültige Version dar. Du findest hier noch Fehler, Verzögerungen, das Spiel kann einfrieren und es gibt so schnell etwas zu lesen, was man nicht hinterherkommen kann. Also, wir verbinden uns erstmal mit unserer Region und zwar Europe. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von meiner Seite aus. Ich bin Slaybee. Und wir möchten ein neues Spiel spielen, und zwar das Spiel Next Day. Das wurde uns geschenkt vom lieben Andy. Dazu auch eine Linkbeschreibung unter dem Video. Und ja, Next Day. Was ist Next Day? Es ist ein Indie-Game. Es befindet sich natürlich, wie kann es anders sein, in der Alpha noch. Jedoch hat es meiner Meinung nach schon Potenzial. Ich habe noch nicht viel reingeguckt. Ich habe extra noch nicht viel reingeguckt, weil ich das alles mit euch zusammen machen wollte. Wir sehen auch jetzt hier oben Bild V0.94. Wir sind in Early Access, 23.07. dieses Jahres, 2017. Achtung, bei dieser Version des Spiels handelt es sich nicht um die Endversion. Es wird noch sehr viel angepasst und verbessert. Dementsprechend müssen wir natürlich noch mit Bugs und sonstigem rechnen. Aber ich bin gespannt, was hieraus sich entwickeln könnte. Wir gehen mal auf Einstellungen. Die Einstellungen sind soweit das geht klar. Die habe ich letztens schon ein bisschen geguckt. Ich habe schon ein bisschen den Sound soweit das geht angepasst. Ich hoffe, das ist mit den Einstellungen so okay. Das gucke ich mir dann gleich nachher noch im Nachhinein an. Wir gehen jetzt erstmal auf unsere Spielfigur. Das hier ist unsere Spielfigur. Das Ganze, dieses Next Day, befindet sich in Osteuropa. Spontan würde ich jetzt mal so sagen, Russland oder Polen oder die Ukraine, ich weiß es nicht, aber ich glaube, in die Richtung geht es. Wir können jetzt hier einen Kopf auswählen. Männlich können wir nur auswählen. Es gibt keine Frau im Spiel, bisweilen noch nicht, aber das wollen sie auch noch reinbringen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal mit einem Mann hier vergnügen. Der Kopf, der ist schon sehr schön. Der hier ist jetzt weniger verwegen als der erstere. Und ich würde, der hier sieht auch schon ganz nett aus. Ja, hier so, ja, man merkt schon hier, die Gesichter sind sehr verschieden. Und dennoch möchte ich mich dann für dieses Gesicht hier entscheiden. Dann gehen wir noch auf Buddy. Ja, gut, es sieht alles noch so ein bisschen, ne? So wie dem halt aussieht aus. Ja, aber es hat Potenzial. Ich denke, es hat Potenzial. Hier sehen wir, also als Top gibt es ein weißes Top oder Unterhemd, wie man es nennen will. In Schwarz würde ich sagen, das hier ist dunkelblau. Man kann es kaum erkennen. Das hier ist vier, das ist ein T-Shirt. Bisschen dreckig grau. Hier steht drauf Next Day. So wie das Spiel auch heißt. Und hier steht es nochmal drauf, nur in einer Schriftverfolgung. In weiß zu grau. Das finde ich gut, das kann man gut lesen. Jetzt gucken wir uns doch die Beine hier an. Die sind ja schon sehr schön, die Beine. Was gibt es noch für Beine? Ah! Ja, genau. Da spielen wir nicht auf die Beine ab, sondern auf die Boxershorts. Da haben wir hier so dezente Schwarz mit ein paar Knöpfchen hier dran. Und dieses Modell. Dann entscheide ich mich ganz spontan für dieses Modell und würde sagen, so bleiben wir jetzt mal. Das hier ist unsere Statistik. Hier seht ihr auch, dass ich nicht gelogen habe zu Beginn. Ich habe noch nichts hier geguckt. Es ist alles noch hier null. Unser Standort fehlt. Unser Zustand ist gesund. Uns geht's noch gut. Wir haben ja noch gar nicht gespielt. Fraktionsmäßig können wir uns anscheinend später noch an eine Fraktion richten. Die ist bisweilen noch neutral. Unser Ruf steht auf null. Null, 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 null. Alles null. Wir haben noch keine Tiere getötet. Wir waren noch ganz nett. Und jetzt versuchen wir einfach mal zu speichern. Das für den Hauptmodus. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, wenn wir gerade nochmal hier drauf gehen. Das ist jetzt schon mal gespeichert. Wir können auch noch Einzelspieler machen. Dann machen wir den gleichen Johnny wie zuvor. Bei mir, ne, heißen sie immer alle Johnny, ne? So speichern. Und wir könnten auch noch die Spielfigur auf PvE und letzter Überlebender machen. Das machen wir mal gerade ganz schnell. Das haben wir soweit es geht hier durch. Ne, immer die Unterhose, nicht die andere. Die ist schön. Okay, aber ich denke, wir entscheiden uns ja für die Hauptstory. Dementsprechend, aber ich möchte immer wieder ein sehr. Ah, hier geht nichts. Letzter Überlebender, kann man hier nichts verändern. Okay, egal. Dann gehen wir jetzt auf Schließen. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal mit dem Anfang auf Spiel starten. Okay, was haben wir denn hier? Hauptmodus, Spielmodus wählen. Survival und RPG bilden im Hauptmodus eine Einheit. Das Spiel bietet die ganze Spielwelt.
NSCs, Tiere, Transportmittel, Missionen. Der Spieler verliert beim Tod alle gesammelten Gegenstände, außer denen, die in sicheren Siedlungen gelagert sind. Die Spielfigur wird in der Hauptsiedlung der Fraktion wiederbelebt, zu der er sie gehört. Okay, das ist immer eine Ansage. Das wäre jetzt der Modus beim Hauptmodus. Okay, gucken wir mal gerade noch, was so die anderen sind. PvE. Dieser Spielmodus ist fast identisch mit dem Hauptmodus. Der einzige Unterschied besteht darin, dass du hier tatsächlich einen Schaden bei anderen Spielern anrichten kannst. Oha, kämpfe mit einer separaten Spielfigur ohne Einschränkung ums nackte Überleben und zeig, was in dir steckt. Ist aber PvE, aber wir können anderen Schaden zufügen, so wie es hier steht. Okay, lass ich einfach mal so stehen. Der Modus ist derzeit nicht verfügbar. Letzter Überlebende. Okay, da gucken wir uns den an, wenn es soweit ist, weil sonst verraten wir schon zu viel. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Hauptmodus, damit wir noch ein paar NSCs haben und damit wir uns einfach mal das Spiel soweit es geht angucken. Anzahl der Spieler 20. Aha, Einzelspielermodus. Wir könnten hier einen Haken reinsetzen für Einzelspielermodus. Ich würde gerne zuerst mal hier den Einzelspielermodus angucken. Dementsprechend wechselt auch automatisch hier die Anzahl der Spieler auf 1, weil Einzelspielermodus ist klar. Dass wir erstmal da alleine gucken, wie wir da klarkommen. Spielregion. Aha. Server auf Muske. Okay, schön. Das ist schön. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal zu diesem Hauptmodus im Einzelspielermodus. Okay. Next day. Jetzt werden uns noch hier Tipps angegeben. Du kannst das Aussehen deiner Spielfigur nur anpassen oder seinen Namen ihren Namen ändern, wenn er sie tot ist oder noch keinen Fuß in die Spielwelt gesetzt hat. Gut, unser Aussehen, ne, haben wir geklärt. Das ist jetzt so schön, wie es ist. Und dann gucken wir uns die Sachlage mal an. Ich bin gespannt. Da kommt der Balken. Jetzt geht es los. Was uns denn so erwartet. Und vielen Dank nochmal an Andy für das Spiel, gell? Dankeschön. Und wir haben schon eine Errungenschaft freigeschaltet. Überlebender. Welcome. Okay, das ist gut. Das ging schnell. Wir haben kaum was gemacht und schon kriegen wir Errungenschaften. Aha. Alles klar. Okay, wir sind hier jetzt in der sicheren Zone. Wir haben da noch einen Chat. Der steht da unten links. Den kann ich absolut nicht lesen. Und da habe ich mal gerade an dieser Stelle Einstellungen. Grafik. Grafik ist schön. Sound. Ah, der Chat. Den machen wir mal gerade noch aus. Dann müsste der weg sein, weil wir sind ja im Einzelspielermodus. Okay, jetzt ist der Chat weg, das wollten wir. Jetzt gucken wir uns mal hier um. Das sieht ja ganz hübsch aus. Wir haben so eine kleine Naht verlaufend am Kopf. Ich denke, die Charaktere werden noch ein bisschen verbessert im Sinne von der Optik. Wir sind ja in der Alpha, ne? Wir wollen jetzt nicht anspruchsvoll sein, deswegen rotern wir erstmal das, was da ist und was wir sehen. Und ich denke, das ist schon ganz schön. Hier haben wir kleine Männer. Was heißt klein? Sprich, wir können mit denen sprechen. Sprechen wir mal ganz kurz. Okay, sehr gut. Das war ein super Gespräch. Ich würde sagen, dann reden wir gerade noch mit dem hier. Ja, gut. Ich merke schon, die Kommunikation, die ist ein bisschen dürftig. Da werden wir noch Probleme haben. Da sehe ich jetzt so einen grünen Punkt. Können wir auch hier rein. Mit F können wir die Türen öffnen. Das Spiel erklärt sich also so ein wenig noch an dieser Stelle. Und ich denke, jetzt können wir uns vielleicht hier umgucken. Wir sehen ja oben die sichere Zone. Das ist schon mal sicher, dass wir in der sicheren Zone sind. Das ist schon mal sehr beruhigend. Und jetzt könnten wir noch hier so... Ja, ja. Okay, das funktioniert also. Jetzt haben wir hier noch einen. Ich verzichte jetzt mal gerade mit dem zu reden. Wir gucken uns einfach mal gerade hier um. Da haben wir schon einen grünen Punkt. Da können wir bestimmt mit dem Meister da reden. Ich möchte nur gerade einmal gucken hier, was wir denn hier sehen, wenn wir hier noch reingehen. Auch interessante Animationen, wie man die Türen hier öffnen kann. Aha, Schließfächer. Okay, aha. Alles klar, wir haben so eine Art Rucksack. Und in dem Rucksack befindet sich der... Also das hier ist das Fach für die Schließfächer. Und das hier wird wohl unser Rucksack sein. Bisweilen haben wir ein Gewicht von 0,2, besetzte Plätze 2 von 17. Wir haben heute den 31. August, 10.40 Uhr, alles klar. Das hier wird wohl diese Ingame-Währung sein. Das sieht aus wie so ein P und noch so ein Strich darunter. Ich würde spontan mal behaupten, wir nennen die Währung einfach mal Pitteke. So. Und ja, wir haben jetzt hier Karte der Gegend. Detaillierte Karte des Server-Ufenski-Bezirks. Mhm. Und noch eine Wontama-Uhr, eine elektronische Quarzuhr mit Hintergrundbeleuchtung und Kalenderfunktion. Super toll.
Gut, also wir haben eine Uhr und wir haben eine Karte und wir könnten jetzt uns noch Lederhandschuhe holen. Lederhandschuhe mit Fingerschutz. Fingerschutz ist doch nie verkehrt. Könnten wir das hier, könnten wir auch auf die Person gehen. Aha. Okay. Dann sehen wir hier, wir haben wohl hier Ausstattung für Waffen und das hier ist jetzt so, wie wir aussehen. Jetzt weiß ich nicht, wie können wir den Fingerschutz. Wir gehen mal von den Cheesefächern weg und dann gehen wir nochmal auf Inventar und dann sagen wir, aha, dann geht das. Ah! Guckt an, jetzt haben wir Handschuhe. Super. Also in unseren Fingerschuhen passiert jetzt nichts mehr, das ist schon mal gut. Aha, hier kann man wohl was zusammen basteln. Oh, wow. Okay, was haben wir hier? Aktuelle Aufgabe, Lagerfeuer. Abgeschlossen nicht. Rede mit dem da. Belohnung kriegen wir dann ein Messer. Küchenmesser, großes Küchenmesser für 25 Bitte. Okay, super gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Jetzt wollte ich nur mal gerade gucken. Skillsystem. Okay. Im Laufe des Überlebenskampfes passt sich die Spielfigur an, wird stärker, schneller und erlangt mehr Ausdauer. Er, sie entwickelt Immunität gegen Krankheiten und ihre Fähigkeiten beim Umgang mit Waffen verbessern sich. Darüber hinaus entwickelt sich die Spielfigur als Ganzes weiter. Du kannst all ihre Entwicklung verfolgen. Jeder Skill setzt sich aus verschiedenen Leveln zusammen und jeder Level bringt bestimmte Verbesserungen mit sich. Nachdem alle verfügbaren Level eines bestimmten Skills erreicht wurden, gilt der Skill als gemeistert. Die Skills sind nicht mehr nicht die Skills sind nicht voneinander abhängig. Okay, gut. Skala des Könnens. Alles klar. Okay. Ich merke schon, hier gibt es irgendwie das Skill mit Leben. Ich denke, das hier ist Ausdauer. Das hier wird sein gut im Futter. Dann haben wir noch weniger Durst. Gesteigerte Immunität bezüglich Krankheiten. Und das hier ist Gegengift. Okay, da gibt es wohl viele Sachen. Alles klar, wir können noch sehr viel erfahren, sehr viel erreichen, sehr viel ja, durchgucken. Okay, die Schließfächer, die haben sich wohl dann damit erledigt. Dann galt dieses eine Schließfach wohl für alle. Gut, schön, dass wir das geklärt hätten. Dann könnte man noch hier so durchgehen. Wir hören auch im Hintergrund leichte Gitarrenmusik. Ich weiß nicht, wie leicht die sich anhört. Ich hoffe, das ist im Rahmen. Für mich persönlich klingt das ganz okay bis gut. Was haben wir hier? Aha, Atemschutzmaske. In weiß. Super. Dann. Ja, dann super. Dann sind wir jetzt hier schon ein bisschen Michael Jackson-mäßig unterwegs. Nichts gegen Michael Jackson, ich wollte dumm erwähnt haben. Ich merke da Ähnlichkeiten, ja. Hier haben wir noch eine Tasse, Stuhl, Radio, die Betten. Könnten vielleicht mal frisch gemacht werden, könnten mal neu bezogen werden. Sehen nicht mehr so ganz so toll aus, aber da wir uns ja wieder in einer Apokalypse befinden, möchte ich da also nicht so viel Anspruch stellen. Wir gehen einfach mal hier durch. Okay. Ja, bisweilen haben wir wirklich noch so gar nichts. Hier ist noch so ein Auto, ist auch alt. Hier ist, wie gesagt, noch so eine weitere Kaserne, aber ich würde sagen, wir gehen mal gerade zum lieben Onkel Doktor oder. Der da was von uns will. Wir können ja mal gerade ganz kurz hier reingucken. Und wir sehen hier einen Huf. Okay, was es eben halt so zum Essen gibt. Hallo. Okay. Dann kommen wir mal zu dir. Wunderschönen guten Tag, der Herr. Das ist Stas oder Stas. Viel Glück, mein Freund. Anscheinend bist du neu hier. Ich bin Stas. Bleib in meiner Nähe, ich werde dir mit dem Anfang helfen. Das ist nett. Ich habe ein Messer, das ich im Randgebiet des Lagers verstecke. Wenn du mir etwas Reisig für das Feuer besorgst, dann verrate ich dir das Versteck. Reisig. Geht klar. Nee, machen wir direkt. Okay, jetzt sehen wir hier auch schon so einen Hinweis, wohin wir da gehen müssen. Wir brauchen Reisig. Okay, und so wie das aussieht, müssen wir das Ganze hier finden, in diesem Büschchen. Und dafür drücken wir dann wieder hier F, dann steht dann da auch, brich eine trockene Zweige ab. Brich einige trockene Zweige ab. Okay, Deutsch, alles klar. Okay, ich sehe schon, die Interaktionen dauern ein wenig. Aber man kann ja auch nicht so schnell in 2 Sekunden so Äste abmachen. Oh, oh. Mann, der hat mich auch beinahe gestriffen hier. Meine Güte. Bisschen mehr die Kurve nehmen. Aber dafür. Haben wir jetzt hier dieses Reisig da wohl weg? Hey, Mujik, du присаживайся. Wie, hey Muschi, wie redest du mit mir? Naja, lass mal durchgehen. Kennen uns ja noch nicht so gut. Okay, dann sprechen wir nochmal mit dem Stars. Na,
Ausgezeichnet. Heute Nacht müssen wir nicht frieren. Da bin ich auch froh. Ich hatte dir ein Messer versprochen. Mach dich Richtung Norden auf. Dort wirst du es in den Sträuchern hinter den Zelten finden. Es gehört dir. Komm später wieder. Ich habe immer Arbeit für dich. Das ist toll. Dafür kriegen wir jetzt 25 Bitteke. Die sammeln wir natürlich jetzt ein. Und jetzt können wir uns das... Hol dir die Belohnung ab. Wir können das Ganze auch nochmal nachlesen, glaube ich. Wenn wir nämlich hier drauf gehen. Nee, das war verkehrt. Genau, hier können wir nochmal drauf gehen. Dann sehen wir auch hier, Lagerfeuer ist abgeschlossen. Finde das versprochene Messer. Dieses Messer müssen wir jetzt erstmal noch finden. Wird uns das irgendwo angezeigt? Ja. Hier sehen wir diesen weißen Punkt mit der dementsprechenden Meteranzahl. Deswegen versuchen wir jetzt mal dahin zu laufen. Ah, hier, die Seile können wir nicht drüber. Gut, gut. Alles klar. Gut. Dann holen wir uns mal das Messer hier. Jetzt habe ich das Messer. Und jetzt haben wir den neuen Gegenstand im Inventar hinzugefügt. Und automatisch ist das jetzt auf der 3. Dementsprechend denke ich mal, ich kann mich jetzt mit 3 hier ausstatten. Super, das läuft. Wir haben ein Messer. Können wir auch damit schon diesen hier machen. Ja, Michael Myers Rolle haben wir jetzt schon zur Hälfte erfüllt. Wir brauchen dazu noch eine weiße Maske und einen blauen Overall. Und dann sind wir Michael Myers. Super gut. Kann ich das Fest auch wieder wegstecken? So, gut. Wir wollen jetzt doch nicht so bedrohlich wirken. Wir können uns ja mal gerade noch hier so umgucken in diesen Baracken, in diesem Zelt hier. So wie ich die Sachlage sehe, ist hier nächst. Hier ist noch Auto. Oh, hier ist noch so ein Verbands-Medikit-Raum. Ich denke mal, wenn man sich Aua getan hat, kriegt man hier ein Pflaster. Das ist ganz praktisch. Da steht einer mit einer Waffe. Okay, der passt wohl hier auf, weil wir sind ja hier in der sicheren Zone. Und hier, so wie ich die Sachlage sehe... Okay, das ist ein Brunnen. Dann können wir hier trinken. Wenn wir trinken, dann gucken wir uns erstmal um, ob uns keiner sieht. Und dann trinken wir aus einem imaginären, unsichtbaren, aber doch anscheinend sehr großen Krug, alias Glas. Und jetzt haben wir es hingestellt, dieses imaginäre Glas. Und jetzt geht uns wohl vom Durst her wieder gut, aber ich sehe auch gar keine Anzeige darüber, wie es uns vom Gesundheitszustand geht. Das sieht anscheinend noch gut aus, dementsprechend wuchtet wohl nicht hier erwähnt. Okay. Jetzt hätten wir ja das Messer hier. Dann reden wir gerade nochmal mit dem Stass. Vielleicht hatten wir noch was für uns, weil Messer haben wir jetzt. Oh! Ach du Schande. Hey, wie geht's? Ich bin Sanitäter. Ich helfe dir weiter, wenn es hart auf hart kommt. Die Jungs im Krankenhaus brauchen Medikamente. Die Wölfe haben all die vorhandenen Medikamente aufgefressen. Tu mir einen Gefallen und geh zur zweiten Baracke, um dort nachzusehen. Ich habe einige medizinische Vorräte unter der Koje versteckt. Ich werde mich revanchieren, versprochen. Aha, alles klar. Dann gibt es hier sterile Mullbinde. Mullbinde zu verwenden von Wunden. Dann sterile Watte für medizinische und hygienische Zwecke. Und die Belohnung, die wir dann dadurch erhalten würden, wäre ein individueller AI-2 Verbandskasten. Mit ihm kannst du dir selbst und anderen bei Verletzungen helfen. Inhalt: schmerzstillende antibakterielle und brechreizhemmende Medikamente. Dafür kriegen wir dann 50... Okay. Super. Alles klar. Dann, Moment. Da ist jetzt wieder ein neuer Punkt. Vielleicht müssen wir dann da hin und das dann erstmal da holen. Ist ja wahrscheinlich hier drin. Wir sind ja in der sicheren Zone. Uns passiert ja nichts. Aha. Moment, Moment. Da liegt was. 9x19 mm Patron. Was war das? Was will ich lesen? Okay, eine Kiste mit 9x19mm Patronen. Kiste mit, ja, Patronen für Makarov-Pistole, behelfsmäßiges Gewehr. Aha, Munition von 24 Stück. Sehr schön, finde ich gut, finde ich gut. Was haben wir hier noch? Nix, hier haben wir geguckt, ne, die waren ja leer. Okay, dann gehen wir mal hier um die Kurve. Ich muss so ein bisschen mit der Kurve hier üben. Aha. Muss ein bisschen näher dran gehen. Na? Okay. Jetzt. Aha. Und kann ich noch das andere holen? Geht das? Komm. Aha. Alles klar. Okay, jetzt haben wir schon die Mullbinde und die Watte haben wir jetzt schon. Sehr schön. Das gefällt mir auch, dass das Inventar auf Tabulator-Taste zuzugreifen ist. Die
wenn ich das gerade noch erwähnen dürfte, die einzelnen Tastatureinstellungen, die lassen sich im Moment noch nicht individualisieren. Also wenn es heißt X hinlegen, dann legen wir uns auch mit X hin. Aber irgendwie wollen sich mit C und X nur ducken. Aber das ist eben halt bisweilen so, dass die Tastatur so bleibt, wie sie im Moment noch ist. Die lässt sich noch nicht verändern. Was ist das da denn, was da drunter liegt? Das kann ich nicht erkennen. Ist das so was Grünes? Aber anscheinend dürfen wir auch gar nicht da dran gehen. Ja gut, dann müssen wir auch weiter. Aber das wollte ich nur erwähnt haben, dass die Entwickler noch dahinter sind, das dann auch zu ändern in der Zukunft, dass die Tastaturen sich dann auch individual legen lassen. Falls man mit unter Tastaturen nicht so ganz klarkommt und hätte die gerne lieber auf einer anderen Taste. Aber jetzt gehen wir gerade nochmal hier zurück, wenn wir hier rauskommen. Hui, jetzt hast du mich aber erschreckt. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du mir das sagst. Man könnte auch die Tür schließen, aber ich lasse mal offen. Das ist jetzt hellischer Tag und es ist ein bisschen warm, da kann ein bisschen ausdunsten und so. Und jetzt steht der Arzt doch schon wieder da. Jetzt könnten wir ihm das ja geben. Und dann würde ich sagen, für die ersten Einblicke haben wir jetzt schon ein bisschen was gesehen. Aber wir reden mal gerade noch hier mit ihm. Alter, du musst mir helfen. Ich kann das Krankenhaus schließlich nicht verlassen. Nimm den Verbandskasten. Wenn irgendetwas geschieht, dann schaffst du es wenigstens zurück ins Lager und verblutest nicht. Na toll. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier in den Wäldern geschieht. Du findest Kostjan hier. Er ist der Anführer und braucht Leute. Wenigstens beißt du dann nicht umsonst ins Gras. Aha, okay, wir müssen also jetzt so einen Kostjan finden. Ja, dann machen wir mal hier einsammeln. Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken, was wir für Aufgaben uns denn aktuelle Aufgabe. Du hast derzeit zurzeit keine aktiven Aufgaben. Klicke dieses Fenster an, um eine Karte mit Spielfiguren zu öffnen, die Aufgaben für dich haben. Klicke dieses Fenster an. Oder meinen die generell dieses Fenster? Okay. Wie gesagt, ich muss mich da selber noch reinfinden, das Spiel. Bisweilen ist es aber an sich gut geklärt. Mit M sehen wir jetzt auch hier die Karte. Hier sehen wir humanitäre Hilfsgüter. Den Feind könnten wir hier erblicken. Wir sehen Verbündete. Verfügbare Aufgabe, Jagd nach der Bestie. Okay. Siedlung und aktuelle Aufgabe. Okay, ich würde sagen, dann reden wir in der nächsten Folge mal hier mit dem Herrn... Wie heißt denn? Herrn hat bestimmt einen Namen, mit dem Mann mit der wunderschönen Mütze über den Kopf. Und, ah, das ist der Kostjan, klar, der Kostjan, das ist der Kostjan. Und da hören wir uns mal an, was der von uns will, und da bin ich mal gespannt. Und ich hoffe, die ersten Einblicke für euch wären wie für mich, wer bist du denn? Egal, klären wir in der nächsten Folge. Die waren so weitestgehend für euch ganz interessant und hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen da. Und falls euch generell mein Kanal an sich gefällt und ihr Spaß dran habt zuzusehen, dann würde ich mich natürlich auch sehr, sehr viel über ein Abo freuen. Ansonsten kann ich euch nur noch eine wunderbare Zeit wünschen, was auch immer das bedeutet. In diesem Sinne, tschüss.